So, liebe Freunde, das sind wir wieder. So, wir haben ihn überzeugt. Jetzt müssen wir noch ihn überzeugen. Und ihn überzeugen. Edward von Hagen. Willkommen zu einer neuen Folge von The Curse of Monkey Island. Nicht Special Edition. Ja, dann lass uns mal loslegen, nicht wahr? Wie bist du zum Piratenfriseur geworden? Ja. Ich verbrachte 10 Jahre an Bord der MS Unbeliebt, dem schnellsten Schiff der schottischen Marine. Und wie hat dir das geholfen, Piratenfriseur zu werden? Wir durchkämmten damit die Meere. Ah. Ich möchte gerne mehr über sichere Arten des Haarersatzes wissen. Ach, sowas gibt es nicht. Es ist kein gutes Ding, der Natur ins Handwerk zu pfuschen. Also hast du diesen Salon eröffnet. Ei, aber nicht alleine. Ich begann das Haareschneiden so zu lieben, dass ich 2 meiner besten Freunde davon erzählte. Und die erzählten es auch 2 Freunden. Ei, und die erzählten es 2 Freunden und so weiter und so weiter. Kennst du irgendwelche mitreißenden Piratengeschichten? Nun, da ist also die Geschichte vom Geheimnis von Bulky Island. Wir waren eine Mannschaft von 2 Männern unter dem Kommando von Big Jake McMoloch, dem mächtigsten Kapitän der Meere. Eines Nachts hörte Captain Jake im Hafen die Geschichte von einem riesigen Schatz, der irgendwo auf Bulky Island vergraben sein soll. Wir setzten Segel, erreichten die Insel innerhalb von 14 Tagen und fanden den Schatz am nächsten Morgen. Bulky Island? Wo liegt das? Du wirst es auf keiner Karte finden. Captain Jake nahm die Position des Schatzes mit ins Grab. Oh, es war ein wunderbarer Anblick. Eine gewaltige Kiste aus solidem Gold. Big Jake sprang in das Loch und warf seine sehnigen Arme um die Kiste. Nahm seinen Mumm zusammen, zählte bis 3, füllte seine Lungen und zog mit all seiner Kraft. Das Knacken seines Rückens ließ selbst die härtesten Männer seiner Besatzung das Gesicht verziehen. Bei Einbruch der Nacht lagen wir alle am Strand und wanden uns vor Schmerzen. Warum habt ihr keine Seile und Winden benutzt? Das wäre was für Schwächlinge gewesen. Der Pirat Angus MacAxe war uns nach Bulky Island und wollte den Schatz für sich. So geil, der Schwächling benutzte einen Hebel, schnappte sich die Kiste und lachte uns aus, während er sie zu seinem Schiff trug. Und mein stolzer Captain starb völlig verspannt, während er sich dafür verfluchte, dass er nicht stark genug war. Super Idee. Sicher, dass du nicht meiner Besatzung beitreten willst? Wie ich bereits sagte, Guybrush, nicht bevor du mich im Stammwurf besiegt hast. Okay. Also, Stammwurf besiegen. Klingt toll. Fangen wir an. Du musst weiterwerfen, wenn ich in deine Mannschaft kommen soll. Okay, ich muss da irgendwie gucken, wo ist denn dieser Stammwurfhaufen? Da steht doch irgendwas rum. Ich muss doch da hin irgendwo. Ah, mal gucken. Wir geben ja nicht auf, ne? Wir müssen ja gucken, was wir hier machen. Ich finde das einfach so geil. Alleine schon. Aha, hier sind wir beim Stammwurf. Siehst du? So, dann schauen wir mal, was wir hier machen können. Irgendwie können wir doch bestimmt auf betrügerische Art und Weise den besiegen. So, gucken wir mal. Stapel aus Stämmen. Mhm. Sie sind aus Palmen gemacht. Pff, was ist das? Graswachsende Hügel. Gehen wir da mal hin. Vielleicht können wir ja hier was machen. Ah, guck mal, hier ist was anderes. Sie sehen aus, als wären sie ziemlich schwierig zu werfen. Oh, guck mal, hier ist ein Gummibaum. Es krabbeln Ameisen darauf herum.
Okay, was ist das? Fass mit rum. Es ist ein hölzerner Sägebock, der das Rumfass stützt. Ich mag Rum, genau wie alle Piraten, aber was zu viel ist, ist zu viel. Was haben wir im Inventar? Messer. Hier, gehacktes Brotmesser. Sieht aus wie eine Säge. Oh, funktioniert? Okay. Und, Es ist ein Rinnsal von Rum, das aus dem Fass läuft. Es ist ein enormes Fass voller Rum der Marke Alter Darmtod. Ein Rinnsal. Tja. Das bringt uns nicht echt weiter hier, ne? Aber auf jeden Fall haben wir schon mal was erreicht. Okay, was machen wir denn? Da ist auch. Oh, guck mal hier. Ja, weiß nicht. Ich müsste was haben. Das sieht aus wie eine Zündschnur, kann das sein? Karibischer Gummibaum. Einer der vielen Gummibäume, die in der gesamten Karibik verbreitet sind und als Rohstoff zum Schiffbau benutzt werden. Sumatra-Gummibaum. Gestiftet für Puerto Pollo von unserer Schwesterstadt auf Sumatra, Vacaville. Dieser Baum ist der einzige seiner Art in der gesamten westlichen Hemisphäre und steht als immerwährendes Symbol für die Freundschaft zwischen unseren beiden Städten. Mhm. Ja, ich weiß nicht so genau, was ich machen soll, aber das sieht aus, ich brauche irgendwas, was, womit ich was anzünden kann, aber weil ich sehe, das sieht mir für mich aus wie eine Zündschnur. Wie eine schöne Schnur, ne? Aber ich habe nichts zum Anzünden hier. Kein Brennglas, kein Dings. Also denke ich mal, gehen wir mal auf die Suche. Wo waren wir denn noch nicht? Wo waren wir denn noch nicht? Da hinten blinzelt irgendwas. Guck mal, da hinten blinzelt was. Da blinkt irgendwas da hinten. So eine Kleinigkeit. Man muss echt aufmerksam gucken. Vielleicht ist das ja der Strand oder so. Gucken wir mal. Vielleicht am Strand. Oder? Tue ich mich jetzt. Na genau, das ist noch ein Fragezeichen, da waren wir noch nicht. Da gehen wir jetzt hin. Oh, was ist hier? Eiskübel, Korn. Ja, kann ich Ihnen helfen? Ich gehe ein wenig den Strand entlang spazieren. Sicher, aber hey, heute ist ein schöner Nachmittag für den Strand. Noch nicht zu voll. Am Südstrand ist ein Kunstworkshop und ein Miesmuschelkettenbastelkurs um 2 und 4. Das Wasser ist warm und die Wellen sind nicht zu hoch. Achten Sie nur auf gelegentlich am Ufer angeschwemmte und tote Körper. Man sollte die Kinder von verfaulendem Fleisch fernhalten. Im Übrigen sollten sie sich durch die Belagerung nicht den Tag vermiesen lassen. Unter uns gesagt, die Untoten sind notorische Miesepeter. Ist schon gut, dass sie die Insel nicht übernommen haben, was? Lassen Sie mich Ihre Mitgliedskarte sehen und Sie werden sofort bedient. Nun? Sie sind im Brimstone Beach Club, Teil der Freizeitgruppe für pensionierte Piraten. Es ist sehr exklusiv. Ich okay. Fürchte, wenn Sie keine Mitgliedskarte haben, können Sie keine der Annehmlichkeiten des Clubs nutzen. Ich habe aber eine. Ich will keine Annehmlichkeit. Ich musste eine essen, als ich in Seenot war und es war furchtbar. Lassen Sie mich außerdem betonen, dass Sie ohne eine Mitgliedskarte keinen Zutritt zum Strand haben, keines unserer Handtücher benutzen und nichts vom Grill haben dürfen. Guten Tag. Okay. Pass auf, wir haben eine Clubkarte. Weil ich weiß, dass wir die hier haben, die Clubkarte, ja,
dem Skelett weggenommen. Entschuldigung. Ja, Sie schmutziger kleiner Mann. Meine Karte. Lassen Sie mich sehen. Oh nein, um Himmels Willen, die ist in Ordnung. Sie haben eine Mitgliedskarte. Ja, und ich glaube, ich nehme eins der flauschigen, sauberen Handtücher und genieße einen schönen, entspannten Spaziergang am Strand. Nein, das dürfen Sie nicht. Ich darf und vielleicht sonne ich mich auch nackt. Heilige Mutter der Perlen, nein! Jetzt, wo ich darüber nachdenke, ganz hinten am anderen Ende des Strands ist's besonders schön. Dahin sollten Sie gehen. Sie sollten jetzt dahin gehen. Okay, dann gehen wir mal. Vielleicht bade ich sogar nackt. Okay, das haben wir geschafft. Löchern in meinen Schuhen schaffe ich es nie über diesen heißen Strand. Okay. So, wie machen wir das jetzt? Mal wieder was. Es ist ein Eiskübel für eine Flasche Sprudelgrog. Er ist voll mit schmutzigem Geschirr. Er ist voll mit schmutzigen Handtüchern. Nett flauschiges Handtuch. Hühnerwürstchen. Vollgestopft mit haltbar gemachten Schnäbeln und Kehllappen. Nichts verschönert einen Tag am Strand mehr als eine großzügige, fettige, frittierte Mahlzeit. Kann ich bitte etwas von deinem Öl haben? Dieses Öl ist ausschließlich für den Techniker der Frittierstation bestimmt. Das würde wehtun. Es ist Kokos-Speiseöl. Tja. Nein, manche sehen aus, als seien sie älter als ich. Gut, vielleicht können wir die Handtücher ja mit den Schuhen benutzen, um die Löcher zu stopfen. Nein. Das will ich nicht herumtragen. Es ist kalt. Okay, vielleicht kann ich die Handtücher. Dieses Handtuch ist triefend nass. So. Papa Pichu. Also muss ich mehrere Handtücher haben. Nett flauschiges Handtuch. Ich nehme noch eins. Ich habe genug Handtücher. Die Handtücher sind jetzt alle nass.
Okay, dann benutzen wir jetzt mal die Handtücher mit dem Strand, ob wir da jetzt hinkommen zum Sonnenanbeter. Warum wir auch da immer hin müssen, ne? Das wissen wir ja noch gar nicht, aber anders kann ich mir das jetzt hier nicht erklären. Okay, das haben wir schon. Jetzt kommen wir bloß nicht wieder weg. Wow, sind Sie blass. Sieh mal, Schätzchen. Ich habe mich sehr lange nicht mehr gesonnt, also sei ein bisschen nachsichtig mit mir. Wie lange sind Sie schon hier draußen? Seit Dezember. Würden Sie gern zu meiner Mannschaft gehören? Oh nein, Schätzchen. Ich bin kein Seemann. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit der harten Arbeit und dem Talent anderer. Sie sind Projektleiter bei einem Computerspiel? Nein, nein. Ich bin ein mächtiger Talentsucher. Bedeutende Stars. Wir sprechen hier über bedeutende Stars. Ich habe Korrekturflüssigkeiten gesehen, die eine bessere Farbe hatten als Sie. Ja, Schätzchen. Ich bin nicht gerade der gebräunteste Hengst in der Gegend. Aber, wie du sehen kannst, arbeite ich daran. Sie sehen aus, als hätten Sie Ihr ganzes Leben in einer Höhle gelebt. Meine Gesichtsfarbe ist ein wenig blässlich, das gebe ich zu. Aber bald werde ich ein bronzener Gott sein. Ich bin Guybrush Threepwood. Erfreut dich kennenzulernen, Mr. Flitzwood. Ich bin Placido. Placido Domingo. Ich bin so froh, dass du da bist. Endlich. Jemand auf der Insel mit Manieren. Ich muss aufgefrischt werden. Nimm ihn mit und hol mir noch einen. Was sollte ich jetzt mal? Placido. Bis später. Placido. Ist so geil, oder? Sag mal ehrlich. So, Placido, haben wir den Krug? Können wir da hin? Ne, können wir nicht machen. Gucken wir, ob wir da hinkommen. Er ist ja wahrscheinlich wieder raus hier. Ach, shit, ich hätte da vielleicht... Ja, das hat mir zwar einen Krug gebracht. Aber warte mal, mit dem Krug kann ich vielleicht. Ah, guck mal, jetzt kann ich hinten rum zu Brimstone Beach. Jetzt weiß ich nicht genau, was ich machen sollte. Jetzt gehen wir aber. Guck mal, wir können ja den Krug von diesem Betrüger hier austauschen, oder? Vielleicht kann ich ja den Krug benutze. Krug mit der Farbe. Der Krug ist mit roter Farbe gefüllt. So. Ich leere diesen Krug erstmal. Sieh mal, ein dreiköpfiger Affe. Oh Junge, oh Junge. Junge, Junge, und das ist erst der Anfang? Hey, nur weil Sie ein Erwachsener sind, heißt das nicht, dass Sie meine Zeit verschwenden können.
Gib mir was von der Limonade, du kleiner Gauner. Das macht einen Fünfer. Ah, das war erfrischend wie Morgentau. Hey, wie haben Sie all die Limonade ausgetrunken? Sie haben die Krüge vertauscht. Sie betrügen. Ich hoffe, Sie sind jetzt zufrieden. Sie haben einen aufstrebenden Jungunternehmer aus dem Geschäft gedrängt. Ich brauche ihn nicht mehr. Der Chefarzt von Plunder Island warnt, Inhaltsstoffe dieses Produktes können gesundheitsschädlich oder tödlich sein, wenn sie verschluckt werden. Mhm. Aber warum muss ich den jetzt wegkriegen? Limonade. Warum musste der jetzt da weg? Also, nimm den Krug. Boah. Ich brauche ihn nicht mehr. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir jetzt diesen Krug. Der Farbe füllen können. Er ist jetzt voller Farbe. Und jetzt gehen wir mal zurück zu Blasimimo und werden immer mit Farbe überschütten. Schauen wir mal. Keine Ahnung, ob ich das richtig mache oder nicht, oder doch. Aber ich brauche noch was, um dieses... Blasimo, komm her. Hier ist Ihr Drink. Hol mir einen Krug, Schätzchen. Aha, okay. Ich habe Ihnen einen neuen Krug geholt. Danke. Also, und jetzt geben wir ihm den. Oh, ne. Weil jetzt verschüttet er die rote Farbe über sich. Und dann kriegt er Panik. Geil. Auf die Idee muss man kommen. Ist echt geil, ne? Aber wenn wir ein bisschen... Sie brennen. Diese Monate in der Sonne und meine Bräune pellt sich einfach ab. Ich drehe mich besser um. Gute Idee. Okay. Da ist eine Karte drauf. Ich werde mir die Karte niemals merken können. Sie ist viel zu kompliziert. Ich kann die Karte doch nicht einfach von seinem Rücken abreißen. Ja, was habe ich zum Abpausen? Irgendwas? Ich möchte dieses Flugblatt behalten. Vielleicht gibt es einen Preisnachlass. Ich muss irgendwie diese Karte... Auf jeden Fall bin ich schon wieder einen Schritt weiter, meine Lieben. Es ist spannend, es bleibt spannend. Wieder 30 Minuten haben wir fast rum von dieser Folge. Und deshalb sage ich mal... warte, ich guck mal eben. Abisa, gleich sage ich dann mal... bis später meine ich natürlich. Ja, hier geht's das nächste Mal weiter, ne? Einfach nur geil. Placido wartet noch auf uns. Irgendwie müssen wir das geregelt kriegen. Wir brauchen was zum Anzünden. Wir müssen die Karte haben, schätze ich mal. Und dann schauen wir mal weiter. Bis denn, euer Alter. Ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank für jedes Labo, Like und für jeden Kommentar. Bye, bye. Ciao.
Danke.